Bernburgs Autofahrer haben in den vergangenen Tagen nicht rot, sondern weiß gesehen. Sie mussten ihre Autos deshalb größtenteils stehen lassen. Darum waren Hartmut Krahl, seine Kollegen von Jägerbau und die Mitarbeiter des Betriebshofs die Helden des Tages. Ja, mein Name ist Hartmut Krahl und ich bin hier, um die Stadt wieder am Leben zu erhalten, damit die Wege und Straßen frei sind und die Bürger wieder einkaufen gehen können und die Autofahrer ihre Parkplätze bekommen. Pausenlos waren sie am Dienstag in den engen Straßen der Innenstadt im Einsatz. Es ist schon extrem und jede Straße wird von uns einzeln bearbeitet. Und in jeder Straße ist ein Radlader und ein Mann, der Handschacht bzw. zuschiebt. Und das ist schon über den Tag eine Straße. So kämpfen wir uns Viertel für Viertel vor. Manche fühlten sich bei diesen Bildern an den Katastrophenwinter 1978-79 erinnert, auch Karl-Heinz Schmidt. Also ich denke mal, der Winter 78-79, der war wesentlich schlimmer. Und das schlimmste Erlebnis, was ich damals hatte, das war an der SED-Kreisleitung. Da war ja dieses große Emblem und das leuchtete in der Dunkelheit. Die ganze Stadt, die war dunkel. Über viele Stunden fiel in der gesamten Stadt der Strom aus. Das blieb den Einwohnern der Saalestadt diesmal erspart. Dafür aber nicht die Schneemassen. Die werden nun zu Sammelplätzen gebracht und anschließend auf die Töpferwiese transportiert.